Herzlich willkommen zur weiteren Folge hier, hier im Spiel 70D. Wir gehen gleich mal raus und werden uns diese ganzen Fallen ausbessern und ergänzen und vielleicht noch außerhalb der Fallen aufstellen. Als kleines Hindernis und Überraschung. Und jetzt ist es 10 Uhr. Es wird noch eine Folge dauern, wo ich ein bisschen ausbaue, ein bisschen repariere und Fallen bauen werde. Und das haben wir jetzt noch. Die nächste Folge könnte sein, dass schon Blutmond ist. Also nachts um 10 geht es ja los und jetzt machen wir erstmal fleißig. Hier sind 3 Reihen. Da drüben fehlen 2. Gucken. Okay, da können wir in Gepäck reingehen, ne? Mir was kann. So, dann nehmen wir mal die Binde, nehme ich raus. Schaufel auch. Pickel. Die brauchen wir erstmal nicht, denke ich mal. So, dann werden wir hier ergänzen. Denn wir wollen ja nicht das Leben unserer Nachbarn nicht so leicht wie möglich machen, sondern so schwer wie möglich. Das heißt, hier kommen sie auch relativ häufig, ne? Also hier müssen wir auf jeden Fall noch eine Reihe zumachen. Am besten auf der Mauer auch noch. Gut, der war nicht geplant, aber lass mal stehen. Das wäre nicht das Problem, wenn einer stehen bleiben würde, ne? Extra oder mehr. Aber 3 Reihen wollte ich eigentlich machen. Der war auch nicht geplant, aber gut. Kurze Reparatur. Hier war der kaputt? Nö. So ist der eine ein bisschen riskant, ne? Weil ich mir da mal gerne reinlaufe. Scheint so in Ordnung zu sein. Scheint. So, hier ist auch noch ein bisschen schwach aufgestellt. Natürlich ist es so, dass ich wünsche, dass die Zombies am besten immer nur von einer Richtung kommen. Aber hier kommen sie ganz gerne. Und nach Möglichkeit sollen sie hier auch nicht so lange bleiben, ne? So. Das heißt, 3 Reihen ist mir ganz gut. Eine mehr kann ich schaden. So, der war so nicht geplant, aber egal. So, ich habe immer ein Ohr beim Spiel. Ne? So eine Sache, wenn man leise ist, ne? Also hier im Haus dürfen es eigentlich nicht sein, weil hier immer noch Dings aktiv ist. Unser so hier. Komme ich nicht raus. Hier auch nicht. Wollte da auch noch hin. Aber da muss ich einen Weg finden. Und zwar, da kommen wir auch nicht vorbei. Ich wollte gerne ein bisschen hier überraschen. Hier kommen sie anscheinend immer rein. Und hier werde ich sie mal ein bisschen
Überraschung. Ja, da können Sie hier immer fleißig immer reinspringen, ne? So, über den Keller sind Sie ein bisschen langsamer als sonst, ne? Aber hier können wir rausgehen. So, dann machen wir hier noch eine Reihe vor. Aktuell haben wir jetzt hier vier rein und wir machen gerne fünf. Was ich erstaunlich finde, ist, dass tagsüber sehr ruhig ist, seit dem Patch. Also das können wir nicht bauen, weil da Ding davor ist. Normalerweise bauen wir hier mit Pickup, aber die sind nicht dabei. Gut. Der macht sich Axt auch mal, ne? Ne, wieso geht das ja jetzt nicht? Und dann ist da garantiert was. Gut, da kommt's dahin. Hier haben wir am Pfeiler rumgefuschelt, aber gut, das ist mir im Grunde egal. Weil der Pfeiler ist für mich nicht ausschlaggebend. So, hier in der Mitte sollen sie ja kommen. Ruhig. Ja. Wieder so ein Holzding hier. So, hier noch einen hinstellen. Dann noch einen. Kurz mal reparieren. Gar nicht verzeihen, wenn sie hier nicht durchkommen. Aber ein bisschen Überraschung muss auch sein, ne? So. Zwei dürften hier reichen. Dann sollen sie schon im Schuss weiterkommen mit meiner Maschinengewehr. Gut, einer mehr. Jetzt hat er einen gelben Sack. So, Junge, Vorsicht. Ich meine, die haben sie schön zerlegt, ne? Gut, dann machen wir hier mal ein bisschen Abbruch arbeiten, ne? Dann fahren sie ein tiefer. Und da ist noch mal ein schöner Messing oder Bronze. Ja, Messing ist er hier. So, da können Sie hier schön reinspringen. Und sich dann in aller Ruhe. Oh, noch mehr Bronze. Messing. Sich hochwursteln, ne? Ja, dann können Sie hier rein und dann mich besuchen gehen, ne? Oder auch nicht. Alter Schlafsack. Ja, hier die Türen, da habe ich glaube ich drei Stück. Und dann kommen sie durch die Wand durch. So, jetzt wollte ich noch ein bisschen Überraschung bauen. Und zwar, die kommen ganz gerne hier von der Ecke. Von der Ecke kamen sie ganz gerne. Das heißt, hier werde ich ein paar Dinge aufstellen. So, wie denn genau? So drei. So sind sie gezwungen.
Oh, der Flieger. Wir sind anders gelaufen, ne? Ja, ich hol mich hier ab. So. Aber nicht heute, ne? Da sind wir kaputt. Eisen mit aufwertender Beton. Das ist wahnsinnig. Ja gut, hier sollen sie ja im Prinzip bis zum Graben laufen, dann will ich sie abschießen. So, jetzt gehen wir hinter das Haus nochmal. Hinter das Haus ist auch noch ein bisschen was zu tun. Ah, ein paar Dinge habe ich noch, 100 Stück. Richtig Luxus. Hier sind auch 3, passt. Hier sind 2, das reicht noch nicht. So, ich habe gar nicht geschaut, ob ich ein paar Fertigungspunkte habe. Und ich gern vergeben. Mal sehen. Dann nehme ich ab. Ich habe meistens keine. Ach, null. Ja. Die Musik. Ich dachte mir, es kommt jemand hier. So, hier sind, ich glaube, hier ist das nicht ganz so gefährlich, in dem Bereich. Aber wir können ja hier was hinbauen, ne? Hier ist ein bisschen hügelig, das ist ein bisschen schwieriger zu bauen, aber... Wenn sie mal einen Graben erreichen, ist auch nicht gerade gut, ne? Wo ist denn die wieder? Die haben sich eingehüllt. Kann die hören, aber nicht wo. Mann! Mit Wärme! Wo wir jetzt mit bei der Arbeit unterbrechen, das ist typisch. Ich habe gerade gesagt, dass keiner mehr los ist hier. Na gut, da ist schon eine Falle reingelaufen. Hat sich alleine erledigt. Also soll es sein. Normalerweise soll kein Zombie lebend zum Haus kommen. Wo hat die denn hier? Oh, ich habe meinen Bohrer nicht dabei. Das ist ein Blick für die Götter. So, weg damit. Scheiße. Mist. So, das heißt, wir müssen uns freibuddeln. Ich denke ja auch nichts dabei, ne? Das Loch habe ich gesehen. So, das ist auf. Haben wir Lehm oder Stein? So, wo kommen wir da hin? Das ist eine gute Frage, das ist nicht gut. Wir müssen irgendwie rauskommen. Ja, mal schauen wir hier, was wir gleich zumachen hier. Das haben wir natürlich dabei. 5 Stück.
4, 2. Tja. Das gibt's gar nicht. Hilfe! Also freibuddeln. Da habe ich mich mal gewundert. Ich habe immer schreien gehört, die Olle. Ich habe die nie gefunden, wo die ist. Dann war mein Airbohrer dabei und geht's hoch, ne? Aber so. Das Leben, das macht sie besonders leichter. Aber gut, da ist das Lichtschacht. Na, haben wir nicht. Schaufel. Schaufel geht dann leichter. Hier. Die Drillinge, Schwestern, ne? Die Drillinge. Ja, da muss ich überlegen, am besten zumachen, ne? Habe ich jetzt Lehm dabei, Steine und so? Ja, also Steine, Lehm habe ich dabei, ein paar Steine. Dann werden wir hier ein bisschen gleich was herstellen. Fertigen wir gleich mal, ne? So. Da sind wir nämlich bei und machen alles kaputt. Das geht nicht. Gerade gebaut. Gut, da geht's. Dann ist schlimm. Schlimmer wäre es, wenn es da hinten wäre. Ja, böse Überraschung, ne? Seite nur eins. So. Bauen wir jetzt die dritte Reihe vor hier. Wenn man nichts Böses ahnt, kommt die Schreierin, ne? So. Wenn das sich dann eher ein Loch einbuddelt, ist ja kein Problem, weil da kann sie auch ewig bleiben, meinetwegen. Aber die schreit ja und lockt andere an, ne? Und das ist ja nicht so gut. Also hier kommt es auch ganz gerne.
Mit dem richtigen Treffen und nicht einfach. Mal Tee kochen, ne? So. Drei davor gebaut. Drei sollte ganz gut sein. Hier sind zwei. Zwei. Hier müssen wir drehen. Und hier hoch, hier ist ja fast gar nichts. Hier ist ja, ne? Zwei, drei, müsste reichen. Möchte ich auch noch eine Chance lassen. Und so sieht eine andere Schwachstelle aus. Ich weiß nicht wo. Aber hier müssen wir das Ding zumachen, das Loch. Das heißt, hier müssen wir hier sehen. Also jetzt, das können wir immer abbrechen. Und Gebäude, Blackwoods. Das ist keine Grundlage. Gebäude, Eisenleiter. Steinplattenbock. Der macht das Loch damit zu. Das ist zwar nicht wie Stein, also wie Lehm, sondern ein bisschen besser. Dann haben die mich garantiert im Keller gehört. Dadurch haben sie angeklopft. Ja, jetzt ist dann tief runter. Wir werden so tief wie möglich. Ups, hala. Ich wollte doch nicht reinspringen. Okay, da können wir uns ja. Springen. Ups. Jetzt bin ich ganz anders gelandet. Da oben ist nichts. Wird ja viel hohl sein. Da geht's. Und rüber raus. Ja, 500 Block ist auch genau gleiche wie jetzt.
Wenn man denkt, man hat genug Zeit, ne, dann hat man sich geirrt, ne? Weil der Weg steht sicherlich, ne? Da gehen wir ein bisschen raus, gehen nicht. Ein bisschen großzügiger Pfeil legen. So. Kann ich da nicht bauen. Ja, nutzt ja auch nichts, ich muss nämlich raus, ne? So, gehen wir noch raus, wir sind 15 Uhr schon wieder. So, liebe Leute, das sollte mal für heute gewesen sein. Ich werde mich mal freikämpfen und dann melde ich mich gleich wieder. Tschüss und danke fürs Reinschauen. Bis später. Tschüss.